reinkommst, links oben. Ich habe hier bei mir zum Beispiel einen Wegmarker gelegt. Ach, da! Wenn ihr hier rein, ins Bett, muss man noch ein Türchen hin und ein bisschen so schmücken. Das kann Poco unsere Hausdame machen. Ja, ich habe mich deswegen mit gleich noch einen Wegmarker gelegt, damit man den Weg hier findet. Weil hier suche ich dann überall nach Öl ab. Das Schmücken, das kann Punko unsere Hausdame machen. Ja, das kann sie am besten. Ja. Ey! Was machst du denn dort? Du hungerst, oder? Ja. Wer hat denn das Fressen rausgenommen? Ach, hier oben ist es. Du bist so bekloppt, weißt du das? Sei verreckt da. Soll ich noch einen letzten Hieb geben? Ja, mach mal. Da ich wenigstens wieder volles Fressen. Sind die Transformer noch draußen? Guck doch nach. Nein. Angsthase Pfeffernase. Dirk? Ja? Du wolltest doch gucken. Wegen den Transformern. Was? Ich hab... Warte mal, ich komme eh gleich zurück. Ich pflanze bloß mal Bäume. Ich komm, jetzt kommt noch was rein. Wieder Holz, wieder Trockenholz. Cool. Also wir haben jetzt ungefähr wieder 10 Stack Tropenholz. Los? Reicht du. Ferrusohr, Eisenerze haben wir 6 Dinger gefunden. Saphire haben wir auch 2. Oh, wir haben sogar Obsidian. Wo soll denn der Golem sein? An der Kirche. Linke Seite, wenn du von vorne der Kirche schaust. Und? Ich gehe mal, Matthias, ich gehe mal auf das. Du müsstest eigentlich von da aus sehen. Ich gehe auf das Elektrohaus. Ich sehe Köln das weg. Der ist weg, ne? Oh, zum Glück, ey. Tatsache, der ist weg. Zum Glück. Weil ich kam, Angst gekriegt. Oh, der hängt irgendwo hinter dir. Ich war voll so blöd, bin ich da nicht. Nee, ist echt weg. Ja, zum Glück, ey. Haben die auch Angst vor Sonne? Ja. Aber also die spawnen. Die spawnen die bei der Sonne? Nee. Das ist bloß, wenn die kurz mal einen Schatten, so einen Übteil haben, da bleiben die noch eine Zeit. Ja, also die spawnen sie doch in der Sonne. Ja, genau. Die spawnen, ja genau, so meine ich das. Das sag ich doch, die spawnen. Der hat was geklaut hier. Wer? Punko? Der Erde hat er geklaut. Wer? Punko oder was? Nee, der komische Transformer-Golem hier oben. Dann mach das mal hin wieder. Hab ich ja gerade. Sicher? Ja. Wirklich? Ganz wirklich sicher? Ne. Restlöcher pflück ich nie. Warum ne? Aber. Hopp mal. Ich lass hoppen. Geht nie von der Uhr. Dance für uns. Hier, wieder schnell abpumpt das Ding. War es denn zu schnell oder was? Sag mal, gibt's innerhalb der Burgmauern auch Wasser irgendwie? Irgendwie so ein Teich oder sowas? Ja, aber. Ja. Machen wir eine Erde, Matti, hinten oder was, ne? Ja, hinten. 2 Kisten hintereinander. Stimmt.
Was los? Dieses scheiß Kabel noch ein bisschen machen. Von diesen Around-Kabel, oder wie sie schimpfen. Keine Ahnung, du. Ein Creeper läuft da rein mit meiner Tür. Wo? Und Sven. Was? Wo denn? Da ist die Bude schon drauf. Erzähl das scheiß mal. Ich würde an deiner Stelle nie wundern, wenn du irgendwann mit einem Messer am Rücken aufwachst. Und das nur, weil er zu wenig Kugeln hatte. Ach, Pika, das ist ja in der Kirche drin. Ja. Ey, cool, hast du gedacht? Die hat ja sogar hier solche Sitzbänke reingemacht. Sieht da cool aus. Na klar, was hast du gedacht? Was, die Grabsteine sind nur für mich oder was? Welche Grabsteine? Was, wären die vor kurzem fast verschollen gegangen? Mist, ist doch egal. Weiter, lies weiter. Funk, es waren die Werbe. Es waren gar nicht die Werbe. Lies das weiter. War die Lava. Was? RIP, haus mir Explosion, war episch. Stopf, was stopft das Loch? Ich will nicht wissen, was für ein Loch gemeint ist. Du musst einen Schreiber den fragen. Nee. Was für Werbe? Lass die Scheißtür in Ruhe. Dirk? Ja? Eine ganz dumme Frage. Ja? Hast du hier... Jetzt muss ich was gucken. Da oben habe ich die Dimensionstür gefunden. Was? Nee, die Tür ist schon wieder offen. Sven, hast du... wo habe ich jetzt die Tür gesehen? Lass doch die Scheißtür. Wo habe ich denn jetzt gerade die Tür gesehen? Ach, da oben. Offen. Aber ganz schön wenig, oder? Was hier raus als Gewinn rauskommt. Wo denn? Wo denn? Was denn? Ja, also diese Ölwiste. Ich will deshalb hier noch die zweite Pumpe dran machen, weil das ein bisschen hier zackiger angeht. Aber ich brauche was mit diesen schwarz-gelben Kabeln. Die muss ich noch machen erst. Was pumpst du denn gerade raus, Leon? Ach du Scheiße. Ich pumpe noch gar nicht, ich mache jetzt bloß so. Ich habe ein Gubbel-Gubbel gehört. Gubbel-Gubbel? Hier gibt's Schnee! Oh, jetzt habe ich schon speziell was falsch gemacht. Ach nee. Oh Gott. Hier haben wir's ja. Cool. Aha. Aha. Punko, du kleiner Schlingel. Was denn? Du kleiner Schlingel, du. Was denkst du, was ich gefunden hab? Was denn? Na, wenn ich dir das sage, dann weißt du es ja. Sag mal bitte. Nee, ich hab ja... Jetzt geh ich wieder rein. Nee, ich hab ja was Schönes gefunden gehabt. Diamanten? Nee, Enchanted Book. Was ist denn das? Überlege mal. Ihr könnt mal pennen gehen. Schlecht. Weil? Bin zu weit weg. Oh Mann, ey. Was hast du
Ich verlauf. Verlauf ich doch hier, oder? Und zurück. Wollt ihr nicht pennen gehen? Ach stimmt, ich hab ja ein Bett mit. Weil ich bin jetzt gerade. Ja, dann macht euch bereit schon mal. Ich müllpass die große Pumpe da an den Stellen. Dass so ein Öl- und Ölkanister so groß ist. Oh. Weil ich bin hier gerade in einer anderen Dimension. Da könnt ihr ruhig pennen gehen. So. In einer anderen Dimension. Und wie ist es dort? Dunkel? Dunkel bis schwarz? Dann bist du hier, weil wir haben auch gerade Nacht draußen. Du musst nur die Augen aufmachen. Wie an der Dimension bist du mein Dings hier? Bei wem? Ja, dieses komische Gebiet hier. Wo du tot bist. Nee. Nein! Nee, ich bin so ein Dimensionstor da durchgegangen. Ich bleib mal hier drinnen, da könnt ihr euch pennen gehen. Sven baut aber. Ja. Ich penne in der Zeit. So wie es ist gehört. Warum baust du? Das geht ja gar nicht. Was macht ihr noch für Spiele? Tut ihr Bus bauen oder was? Tut ihr Bus bauen oder was? Nein, das tue ich dabei. Leg dich hin und guck zu, wie ich arbeite. Das ist ja ganz normal. Anders kennt man doch nie, oder? Oha. Siehst du? Schlaft ihr? Nein. Nee, der Sven baut ja. Ja, wie geh mal was? In die Betten. Was habt ihr für eine Tageszeit? Da ist mein Bett geklaut. Da hab ich gerüber. Was habt ihr für eine Tageszeit? Abends. Tageszeit ist jetzt 4.13 Uhr. Ach man. Du kriegst dich. Aber die Schlange hat mich erschrocken. Wo ist das Bett, was hier unten erstand? Toll. Wo denn? Da unten? Oben stand auch eins in der Etage höher. Ist keins mehr. Wo denn? Im Lager, die Betten sind weg. Alle Betten sind weggeblagert, toll. Ja, das sind die, die ja durch die Ender-Rucksack durchgeblagert hat. Wann muss ich zurück zu uns? Ich wollte extra nicht sagen. Oh, ich hab doch gesagt, du sollst abbauen, Mensch. Der Sven hat einfach mein Bett geklaut. Und da machst du nichts dagegen? Was soll ich denn machen? Du legst dich mit zu Sven ins Bett? Nee! Ihr kuschelt! Nee, ich hab das eh reingesägt. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Was sagst du? Ich hab das eh reingesägt, das hat er gar nicht mitgekriegt. Ich bin gewundert, wie es das so warm ist. Was denkst du, warum er sich ich das glaub, reingelegt ich, hat? Ich liege im Bett dort, hier. Also zählt das oder zählt das nie? Doch. Oh, hört mal auf zu kloppen hier und. Sven, mach mal die Tür aus. Das ist wieder die Viecher, wa? No. Nee, wo kloppt denn der? Oh! Werwolf hab ich auch drin. Der ist so blind, der Zombie, der hat Pflaster am Auge. Jetzt hat Pflaster am Auge gehabt, weil das ist cool. Ich muss einfach mal nicht. Oh. Lass mal baden gehen. Warum?
Und das wäre Bart, das ist jetzt erst oben offen alles. Wo ist denn das Dach? Habt